Yo, Leute! Was geht ab? Heute haben wir hier eine neue Karte hier mit dem guten alten Mario. Und wir haben eine ganz besondere, neue, wunderbare Waffe dabei. Und zwar ist das hier der goldene Finger. Der goldene Finger ist dafür bekannt, dass wenn man an ein Auto rangeht und da einfach mal Linksklick drauf drückt, dann wird das zu einem goldenen Fahrzeug. Und das Coole ist, wir können tatsächlich ein Auto nach dem nächsten einfach so vergolden. Und damit können wir den goldenen Fuhrpark zu Hause haben. Ich glaube allerdings, dass man das Auto danach nicht mehr fahren kann, oder? Kann man das? Die komplett vergoldeten nicht, aber das leicht besprühte, das kann man schon fahren. Dadurch hat man dann tatsächlich... Oh, nee, man kann es nur anmachen, wenn es vergoldet ist. Okay, also, das Problem bei Midas Touch, so heißt das Item, ist tatsächlich, dass wenn man das Auto dann bewegt, ne, und man dann dementsprechend ein bisschen Bewegung drauf hat und es dann vergoldet, tja, ja gut, da fahren die Reifen noch ein bisschen weiter, aber der Korpus bleibt hinten alleine. Nun gut, jetzt versteht ihr das, was dieses Goldding hier macht. Es vergoldet nämlich alles, was man anfasst, und zwar richtig, richtig schnell. Oh, okay, man kann tatsächlich auch einzelne Platten damit vergolden, ne? Und damit dann, das Ding hier bis nach ganz unten durchgehen lassen. Das gleiche gilt, glaube ich, auch für Mario. Ich glaube, wenn wir jetzt an Mario rangehen und einfach mal seine Nase abschießen, dann... er wird gar nicht golden. Er strengt sich ja an. Oh, guck mal, seine Hand wird golden. Okay, bei seiner Hand geht es. Guck mal, seine Hand können wir vergolden, aber seine Hand wird einfach Hautfarbe. Wir ziehen ihm einfach gerade... Jo, warte, sag mal, machen wir gerade Mario mit diesem... Ich hab gerade... Oh nein! Ich hab Mario gerade einfach die Hosen ausgezogen. Was? Der Goldstrahler sorgt gerade dafür, dass Mario einfach seine Klamotten verliert. Oh oh, das war eigentlich gar nicht geplant in dem Video. Jetzt haben wir aus Versehen Mario überall hautfarbend gemacht. Oh, und sein Gesicht haben wir irgendwie auch... Oh, er sieht ganz schön komisch aus. Okay. So erkennt man Mario. Er hat jetzt einfach keine Hose mehr an, okay? Das ist jetzt, damit muss man jetzt irgendwie leben. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir werden jetzt Mario ohne Hose mal wahrscheinlich mal versuchen, mit einem Auto anzugreifen. Ich würde mal sagen, dann brauchen wir auf jeden Fall einen guten Truck. Ein bisschen Tempo und auch ein bisschen... Oh, ein Boot hinten dran. Das hat auf jeden Fall was. Das hat auf jeden Fall ein bisschen Damage. Da können wir ein bisschen auf den Mario drauf fahren. Und zwar der Mario ohne Hose wird angegriffen. Oh, wow. Amazing. Oha. Wir haben wirklich sehr viel Schaden angerichtet, wenn man sich das mal hier ansieht. Das Auto hängt direkt drinne und das Boot ist immer noch da oben mit drinne. Oh oh, das ist ja echt abgefahren, Mann. Also, ich muss schon sagen, das war ein voller Erfolg. Deswegen lass uns doch einfach mal die nächste Runde gehen. So, die nächste Runde ist hier tatsächlich mit einem Iron Man, okay? Wir gucken mal, wie das aussieht, wenn man den tatsächlich vergoldet. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die alle gegenseitig reagieren. Wir können dem Iron Man auf jeden Fall hier... Pum, einmal den Finger abschlagen, ne? So, zack, weil er nämlich unordentlich oder beziehungsweise unartig. Deswegen haben wir ihm jetzt einfach hier den Turboantrieb, ist es, glaube ich, hier. Den haben wir ihm oben einfach mal ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt schauen wir mal, was wir aber bekommen, wenn wir zum Beispiel seinen Fuß mit dem goldenen Strahler abschießen. In 3, 2, 1, go! Go! Oha, Iron Man ist einfach immun. Ah, aber sein mittleres Ding da in der Mitte. Wow! Oh, ups, jetzt habe ich gerade aus Versehen den gesamten Iron Man vergoldet. Alter, wie krass sieht das denn aus? Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe ihn direkt in sein Herz reingeschossen und dadurch wurde er einfach komplett vergoldet. Wir können auch tatsächlich diese wunderbaren Sprengfässer einfach vergolden, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn man die vergoldet, dann sind die nicht mehr explosiv, kann es sein? Wenn ich da jetzt drauf haue, guck mal, die sind sicher. Vergoldet sind die sicher und nicht vergoldet. Da sind die auch sicher. Okay, lass uns mal ein bisschen versuchen, mit dem Disruptor drauf zu gehen. Disruptor. Oh, da passiert nichts. Und hier. Wow, da explodiert auf jeden Fall was. Oh, wow, okay. Da ist jetzt wirklich einiges kaputt gegangen. Wow, das sind so viele, die da alle explodieren. Ui, 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 das macht wie so eine Kettenreaktion. So, wir können mal versuchen, was passiert, wenn wir hier einmal so durchschießen, ne? Guck mal, wie viel wir da davon so eingefärbt haben. Alter, die sind jetzt alle komplett vergoldet. Explodieren die jetzt eigentlich tatsächlich, wenn man die jetzt nochmal angreift? Wir probieren es mal aus. Oh ja, oha. Die
sind nicht ganz vergoldet. Die müssen komplett vergoldet sein. Mit Rechtsklick kann man die Sachen komplett vergolden, ne? Und mit Linksklick schießt man sie nur ein bisschen an. Aber das mit diesem wunderbaren Iron Man hat ja wunderbar funktioniert. Versuchen wir noch eine andere Figur. Schauen wir uns das Ganze mal an, wenn wir zum Beispiel hier Sonic haben. Der gute alte Sonic the Hedgehog. Unglaublich, wie er aussieht. Wunderbares Design mit riesen Schuhe. Seine Schuhe sind sogar fast genauso groß wie sein Kopf. Okay, wenn wir ihn also unten an seinen Füßen anschießen, ne, dann wird er langsam gelb hier unten, okay? Da funktioniert das Ganze. So, wir können ihn sogar, oh, wenn wir ihn hier so komplett vergolden, ne, bekommt er ebenfalls wie Mario so ein bisschen, oh, Alter, krass, wie sieht der denn aus? Yo, was? Wir zeichnen hier einfach gerade einen neuen Charakter? Was geht denn hier ab? Der sieht ja richtig cool aus. Guck mal, an manchen Stellen, wie den Ohren zum Beispiel, wird er ganz gold. Oh, dort, wo wir ihn direkt anschießen, da wird er ganz gold. Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Er sieht jetzt aus wie ein komplett neuer Charakter. Yo, was? Schaut euch die Augen an. Was ist mit dem passiert? Und jetzt versuchen wir mal einen Rechtsklick aus. Diding! Diding! Oh, was? Schaut euch das mal an. Yo! Und hinten nochmal. Oh, nein! Die Sonic-Gold-Statue ist auseinandergefallen. Oh, was? Alter, der ist hier gerade runtergefallen und es sieht so aus, als ob er seinen Mund aufgemacht hat. Ui! Guck mal, wir wurden gerade von Sonic gegessen. Alter, was für ein Zufall. Der hat sich einfach gerade genau dort, wo sein Mund ist, einfach geteilt. Und dann ist er tatsächlich dort aufgegangen. Wie unglaublich ist das denn? Wahnsinn. Unglaublich. Was für ein Glück hatten wir denn gerade? Das war ja wirklich cool, dass wir den gerade so... Uiuiui, jetzt laggt hier tatsächlich alles. Ich muss aber ganz schnell hier aus der Karte wieder raus. Meine Güte, das war ja gerade so ein Zufall, dass das so geklappt hat. Oh, oh, okay. Jetzt wissen wir zumindest, wie das Ganze funktioniert. Ich wollte schon immer mal hier eigentlich mal ein paar Autos durchschießen, ne? Und gucken, wie das hier durchslidet. Wie viele von diesen Sprengfässern gehen denn da kaputt? Wow, die driften da richtig alle durch. Alter, ist das krass. Meine Güte. Okay. Ich bin jetzt wieder komplett aus der Haut gefahren und habe mich hier tatsächlich wieder ablenken lassen. Ich mache hier gerade einfach nur alle Fässer kaputt. Alter, die explodieren hier gerade alle wie so ein riesengroßes Kettenkarussell. Aber das reicht jetzt erstmal. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in die nächste Runde. So, ich habe hier natürlich noch eine Figur. Die ist natürlich sehr bekannt aus Roblox. Da können wir selbstverständlich ebenfalls mal gucken, was passiert, wenn man die vergoldet. Das ist nämlich der gute alte Roblox-Noob. Falls ihr den Roblox-Noob kennt, und gebt mir gerne einen Daumen hoch auf dieses Video. Er ist nämlich unglaublich bekannt. Und wir werden ihn jetzt vergolden. Ich schieß mal auf seinen Kopf drauf. Und er bekommt auf jeden Fall schon eine goldene Schicht. Man sieht es bei ihm natürlich nicht so sehr. Oh, schaut euch das mal an. Das ist jetzt die leichte Vergoldung, die er von uns bekommt. Und dadurch wird der Roblox Noob schon sehr, sehr goldig. Meine Güte. Okay, schau ich das mal an, wie golden der geworden ist. Okay, jetzt haben wir ihn tatsächlich schon sehr vergoldet. Jetzt müssen wir nur noch den Rechtsklick einmal wagen. Und jetzt dürfte er tatsächlich sogar komplett vergoldet sein. Mal gucken, ob sich da jetzt was geändert hat. Wir gucken mal. Ich gehe jetzt mal hier mit der Lava-Gun rein und schau mal, was passiert. Die Lava frisst sich da ja jetzt komplett durch seinen Kopf durch. Bis nach ganz unten, oder? Oh nee, da drin ist, glaube ich, sogar ein Hohlraum. Kann das sein? Wir gucken mal, ob wir da vielleicht ein bisschen reinschneiden können mit dem Lasercutter. So, einmal hier kurz mit dem Lasercutter kurz den Kopf öffnen, damit wir da reingehen können in das Geschehen. So, hier nochmal ein bisschen aufschweißen. Aber der Roblox-Loop, guck mal. Ist der auch von innen vergoldet? Das müssen wir uns mal hier ansehen. Aber ich glaube eher nicht, oder? Ist das hier vergoldet? Warte mal, das müssen wir mal angucken. Ja? Hier müssen wir Midas Touch wieder nehmen. Oh, nee. Er war von innen nicht ganz vergoldet. Das heißt, der Goldstrahler hat beim Noob nicht ganz funktioniert. Deswegen ist er nicht ganz golden geworden. Ne? Aber bei den anderen hat er schon deutlich besser funktioniert. Nun gut, okay. Dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zur nächsten Runde. Und... Oh, was ist das denn hier eigentlich? Alter, was ist das für ein krasses Fahrzeug? Oh, was? Das ist einfach ein Laserfahrzeug. Kann man mit diesem Laserfahrzeug einfach Leute angreifen? Oh, krass. Schneiden wir da gerade... Ey, Leute, schaut mal. Ich schneide gerade dem Noob einfach seine Hose ab. Oh, nö, der arme Noob. Schau dich das an. Hä? Der hat ja gar keine Hose mehr.
Guck mal, ich habe jetzt gerade mit dem Laser... Was passiert? Au! Okay, wir dürfen, glaube ich, nicht in den Laser. Au! Okay, 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 okay. Noch einmal. Okay, gut, gut, gut. Wir machen nicht mehr. Okay, okay, komm, noch ein einziges Mal. Oh Gott, mein Kopf tut weh. Oh, okay, 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 wir lassen es. Oh, krass. Jetzt haben wir ihm einfach komplett die Hose ausgezogen und das ist dem Noob einfach so egal. Der schwebt einfach weiter. Okay, Leute, ich gib's auf. Ich glaube, der Noob ist einfach unzerstörbar. Nächste Runde. Bei dieser ganzen Aufregung fragt sich natürlich nur noch eine einzige Frage. Was passiert, wenn wir selbstverständlich unseren liebevollen, altbekannten T-Rex vergolden? Okay, wir probieren das Ganze einfach mal ganz simpel aus. Guck mal, hier das Auto, das gute alte Goldauto. Mal gucken, ob das tatsächlich stark genug ist, um zum Beispiel nicht vom T-Rex zerstört zu werden. Ne? Weil, guck dir das an, normales Auto hat überhaupt gar keine Chance. Sag mal, hat gerade das normale Auto den T-Rex getötet? T-Rex? T-Rex? T-Rex, wir hätten jetzt eigentlich gerade noch ein Video aufnehmen müssen. Du wurdest gerade von diesem Fahrzeug hier... Sag mal, hat dich das Auto getötet? Okay, Leute, ich muss die Karte kurz neu starten. Wir gucken, schafft es der T-Rex, bang, bang, diese goldenen Fahrzeuge zu zerstören? Oder sind die goldenen Fahrzeuge doch von der Qualität stärker? Und ihr bemerkt, wenn der T-Rex tatsächlich hier draufläuft, auf den Autos herumläuft, herumtrampelt, bemerkt man, dass der Goldanteil von den Autos so hoch ist und so dicht ist, dass er tatsächlich die Blöcke davon nicht kaputt bekommt. Das bedeutet also, wenn wir jetzt zum Beispiel auch diesen Zaun hier wahrscheinlich vergolden, ne? So wie wir das hier gerade tun, sollte er eigentlich nicht hier durchkommen können. Guck nochmal, dass ich hier das so stark wie möglich nochmal vergolden kann. Weil dadurch dürfte das Ganze jetzt nochmal an Stabilität bekommen. Schafft es der T-Rex, diesen goldenen Zaun hier zu durchbrechen? Komm, T-Rex, zeig mal, was du drauf hast. Schaffst du es? Oh, er hat, glaube ich, schon ein bisschen Angst. Oh, was? Er schafft es nicht. Er schafft es nicht, durch einen goldenen Zaun durchzubrechen, weil das Material Gold tatsächlich doch nochmal ein bisschen mehr Dichte anscheinend den Teardown hat. Er bleibt mit dem Kopf da drinnen hängen und jetzt wirklich nur als Beispiel, das ist kein Fake, wenn man... Oh nein, er hat sich mit seinem Bein drin verhangen und der Arme, der Kleine. Komm hier. Und wenn wir uns den ganz normalen Stahlzaun mit 1000 Volt ansehen, da ist dem T-Rex tatsächlich alles egal. Der drückt das einfach komplett durch. So, okay, jetzt ist natürlich die letzte Frage, Leute. Was machen wir, wenn wir tatsächlich, zack, einmal seinen Fuß vergolden? Ha! Was? Oh nein! Niemals! Oh Gott! Okay. T-Rex? Sag mal, geht's dir gut, Kleiner? Ich hab deinen rechten Fuß vergoldet. Was? Wenn man den rechten Fuß einfach von ihm vergoldet, dann kann er sich einfach nicht mehr bewegen. Er kann sich nicht mehr bewegen. Er ist in einer Ausgangsposition. Psst. Oh, jetzt haben wir noch seinen Oberkörper gefreezed. Jetzt kann er nicht mal mehr seinen Hals, glaube ich, bewegen. Jetzt ist er eigentlich schon... Oh, oh, ey! Alter, der hat uns gerade fast getötet. Mein Leben ist einfach fast gerade nach unten gegangen. Okay, hör zu, du kleiner T-Rex, ha? Ich gebe dir jetzt erstmal hier das, was du verdient hast. So, ha? Wie gefährlich. Alter, der beißt mich. Hör mal auf, mich zu beißen. Okay, wisst ihr was? Ich mach's ganz simpel, so damit du mich nicht mehr beißt. Einmal kurz. Au! Nein! Niemals. Der T-Rex hat mich einfach getötet. Der hat mich einfach in seinem Goldzustand, wie er jetzt gerade ist, einfach getötet. Was soll das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Das ist so ein Arsch, dieser T-Rex. Okay, okay. Gut, gut, gut. Ich habe schon verstanden. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir Rechtsklick drauf drücken. Oh. Okay. Da zerfällt er wirklich dann zu Gold. Dann ist er wirklich komplett aus Gold. Und damit kann man den T-Rex dann sozusagen... Sag mal, kann er immer noch beißen? Nee, jetzt kann er nicht mehr beißen. Ah, jetzt hat es sich ausgebissen. Jetzt hat es sich ausgebissen. Okay. So, und damit haben wir den T-Rex zu Gold verwandelt. So, jetzt fehlt natürlich nur noch eine Sache. Wie würde das Ganze denn aussehen, wenn man wirklich so einen Wolkenkratzer mit einem Klick zu einem Goldwolkenkratzer machen kann? Okay, gut. Das hat nicht so ganz funktioniert. Wir können nur einzelne Streben sozusagen zu Gold verwandeln oder einzelne Fenster. Oder wir sprühen das gesamte Gebäude einfach aus Gold an und dann können wir da später einfach reingehen. Okay, ich spray das Ganze mal an und wir schauen uns das Ganze gleich von innen mal an. Oder ich sprühe es einfach mal an und guck mal, wie das einfach von innen gleich aussieht.
Uiuiui. Okay, der Eingang ist auch schon aus Gold. Wow, schau dich das mal an. Was ist denn das für eine Goldfront? Warte mal, oben müssen wir noch ein bisschen machen. Ey, was ist das denn? Das sieht aus einfach wie so ein Butterklotz, gell? Einfach so ein Gebäude aus riesigem Gold. Sag mal, ist es jetzt auch stärker? Was passiert, wenn ich da jetzt eigentlich mit einem Flugzeug dagegen schieße? Okay, nee. Flugzeug kommt auf jeden Fall noch durch. Okay, oh, und ein paar Teile kommen auch noch durch. Könnte vielleicht daran liegen, weil es nicht ganz aus Gold ist. Also man kann auch von innen nicht mehr ganz richtig durchschauen. Also die Fenster sind da wirklich zu. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch was bringt, von innen da nochmal dagegen zu schießen, ne? Ob das dann ein bisschen stärker bleibt. Nee, da kommt Flugzeug immer noch durch. Okay, das heißt also, eine Goldschicht, die hilft ja tatsächlich nicht, um irgendwie die Art und Weise von einem Wolkenkratzer zu verstärken. Wir können da jetzt tatsächlich auch nochmal mit Lava dagegen schießen. Das Ganze schmilzt hier tatsächlich alles runter. Gold schmilzt ja auch relativ fix, ne? Da kann man natürlich nichts gegen sagen. Da kommt auf jeden Fall die Lava schnell runter. Meine Güte, leider, leider. Okay, das heißt also, bei so einem Wolkenkratzer bringt so eine Goldschicht leider nicht viel, aber trotzdem bedanke ich mich gerne fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!